Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind im UWG und wir sind in den Details. Ich zeige ganz kurz nochmal die generelle Struktur. Es geht hier um Kapitel, nicht um Bücher. Es gibt ein erstes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Kapitel. Das erste Kapitel heißt Allgemeine Bestimmungen. Das ist nicht der glücklichste aller Ausdrücke. In Wirklichkeit ist das erste Kapitel das Zentrum, in dem beschrieben wird, was unlauter ist. Im zweiten Kapitel dann die Rechtsfolgen und im dritten und im vierten Kapitel sozusagen die praktische Umsetzung, nämlich Verfahrensvorschriften und Straf- und Bußgeldvorschriften, also man könnte sagen, weitere konkrete Folgen. So, also erste Kapitel, allgemeine Bestimmung, dieses erste Kapitel kommt daher mit dem Paragraph 1 bis zum Paragraph 7. Es erweckt also den Eindruck, als habe es sieben Paragraphen. In Wirklichkeit sind es 10 Paragraphen. Warum? Weil es Buchstabenparagraphen gibt, also zum Beispiel der Paragraph 3a, der Paragraph 4a und der Paragraph 5a. Und wenn wir das aufaddieren, kommen wir auf 10 Paragraphen. Im Zentrum steht der Paragraph 3, wir haben das im letzten Video gesehen, aber der Paragraph 3 hat eben einen solchen Buchstabenparagraphen noch dazu bekommen, nämlich den Paragraphen 3a, und der Paragraph 3a ist Gegenstand dieses Videos, nicht der Paragraph 3. Der Paragraph 3 ist das absolute Zentrum, Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen. Der Paragraph 3 hat einen Anhang. Wir haben im letzten Video gesehen, dass dieser Anhang sehr wichtig und auch prüfungsrelevant sein kann. Und hier geht es um den 3a und der Paragraph 3a heißt Rechtsbruch. Und ich lese das mal kurz vor. Der Paragraph ist sehr kurz. Der Buchstabe weist immer darauf hin, dass er später eingefügt wurde, weil man eine Ergänzung vornehmen wollte, ohne die Zuordnung der Nummern zu den Inhalten durcheinander zu bringen. Deswegen hat man also die folgende Nummer nicht geändert, sondern einfach 3a eingefügt an dieser Stelle. Also Paragraph 3a Rechtsbruch. Unlauter handelt. Es handelt sich also um eine weitere Ergänzung, was unlauter ist, was der Paragraph 3 im Zentrum leistet, nämlich Definition, was unlauter ist, gibt es also hier eine Ergänzung. Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln und der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen. Was hat sich der Gesetzgeber dabei gedacht? Er spricht hier von einer Zuwiderhandlung gegenüber einer gesetzlichen Vorschrift, aber das können doch jetzt nicht die gesetzlichen Vorschriften im UWG sein. Und genau das ist der Clou hier. Der Paragraph 3a spricht von gesetzlichen Vorschriften und meint gesetzliche Vorschriften in anderen Rechtsnormen. Das können im Prinzip Gesetze sein, Rechtsverordnungen, Satzungen oder sonstige Vorschriften. Also gesetzliche Vorschriften ist recht allgemein zu sehen. Im Prinzip Rechtsnormen, die anderswo stehen. Hier steht, die auch dazu bestimmt sind. Damit hat der Gesetzgeber sagen wollen, die in anderen Gesetzen oder Rechtsnormen festgehalten sind und ebenfalls sich um das Marktverhalten kümmern, die ebenfalls das Marktverhalten in irgendeiner Weise regeln. Also, wenn es irgendwo in irgendwelchen anderen Rechtsnormen, die nicht UWG heißen, Regelungen gibt, die sich auf das Marktverhalten beziehen, also gesetzliche Vorschriften bezogen auf das Marktverhalten, dann
ist das unter bestimmten Bedingungen auch unlauter, wenn man gegen diese Vorschriften handelt. Das heißt, das UWG, die Vorschriften des UWG, speziell Kapitel 3 mit der Abmahnung und Kapitel 4 mit Straf- und Bußgeldvorschriften, können sich ausdehnen auf andere Rechtsnormen. Das ist die Idee hier dieses Paragraphen 3a. Wenn es also irgendwo anders gesetzliche Vorschriften, allgemein Rechtsnormen gibt, die sich um das Marktverhalten kümmern, die das Marktverhalten regeln und der Verstoß spürbar ist, ja, der Verstoß hier spürbar ist, dann gelten auch die Regelungen des UWG. Das heißt, Regelungen, die irgendwo anders stehen, werden unter das Dach des UWG gebracht, hier durch den Paragraph 3a. Das ist die zentrale Idee und haben dann entsprechend auch die Rechtsfolgen im dritten Kapitel und eventuell die Rechtsfolgen im vierten Kapitel, obwohl eigentlich das zweite Kapitel ja Rechtsfolgen heißt, aber das dritte Kapitel spricht dann von der Abmahnung und das ist erstmal die unmittelbare Folge eines solchen Verstoßes. Streng genommen ist natürlich das zweite Kapitel mit den Rechtsfolgen hier auch gemeint, ganz klar. Im zweiten Kapitel steht Beseitigung, Unterlassung, Schadensersatz, Gewinnabschöpfung und die Regelung über die Verjährung. Das dritte Kapitel sind die Verfahrensvorschriften, aber das ist die Folge im Prinzip einer unlauteren Handlung, dass man eine Abmahnung in der Regel dann bekommt. Im dritten Kapitel steht ausdrücklich, dass erst eine Abmahnung erfolgen soll, ehe man die Gerichte bemüht. Und das vierte Kapitel mit Straf- und Bußgeldvorschriften sind auch Folgen von unlauteren Handlungen. So habe ich das gemeint. Das zweite Kapitel heißt Rechtsfolgen, das dritte heißt Verfahrensvorschriften, das vierte heißt Straf- und Bußgeldvorschriften. Also alle diese Regelungen kommen ins Spiel, wenn irgendwo in irgendeiner anderen Rechtsnorm etwas steht, das das Marktverhalten regelt und der Verstoß spürbar ist. Das ist die Idee hier. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.